Am 31. Jänner 1988, also genau vor 15 Jahren, ist im 60. Lebensjahr Waltraud Gebert-Deeg, Vizepräsidentin des Südtiroler Landtages, gestorben. Die Anteilnahme am Leid und Schmerz der Angehörigen, vor allem der noch unmündigen Tochter, die durch den Tod der Mutter zur Vollwaise wurde, war groß. Eine fast unüberschaubare Menge trauernder Menschen begleitete sie am 3. Februar in den Friedhof von Bruneck. Besonders die älteren Menschen, hilfsbedürftige Behinderte, in Not geratene Witwen oder kinderreiche Arbeiterfamilien sahen hier eine gütige Landesmutter, die sich immer mit Geduld und Offenherzigkeit all ihrer Anliegen annahm und half, wo sie helfen konnte. Der Landtag gedachte bei der darauffolgenden Sitzung der Verstorbenen. Geduld, Freundlichkeit immer, auch wenn vielleicht andere oft die Geduld verloren hätte, immer freundlich, mit allen, Hilfsbereitschaft, bereit zum Ausgleich, starkes soziales Empfinden und Gerechtigkeitssinn. Das hat diese Frau geprägt in ihrem langen politischen Einsatz. Sie hat viel für Südtirol geleistet und Südtirol erleidet durch ihren Tod einen großen Verlust. Es ist wahrscheinlich so, jeder, der einen lieben Mensch verloren hat, eine Mutter verloren hat, der kann das wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Was man da empfindet, das ist einfach eine große Leere. Es ist wie ein schwarzes Loch, das sich da auftut und wo man einfach das Gefühl hat, dass man drin versinkt. Und das Loch kann auch niemand mehr ausfüllen. Das bleibt einem wahrscheinlich ein Leben lang, ja. Waltraud Gebert wurde als ältestes von 10 Kindern am 9. Dezember 1928 in Blumau geboren. Bis zu ihrem 10. Lebensjahr lebte sie am Baumannhof in Prösels, wo ihr Vater Verwalter des Schlosses war. 1938 übersiedelte die Familie nach Bruneck. Der Vater steht im engsten Zusammenhang mit der Entwicklung des Kartoffelanbaus im Pustertal. Nach der Matura 1947 wirkte Waltraud Gebert als Lehrerin in Gais, Reischach und Bruneck. Die Waltraud war 24 Jahre alt, wie unsere Mutter gestorben ist. Sie hat dann die Mutterstelle in der Familie vertreten. Daheim viel Arbeit und Verantwortung übernommen für uns. Also da hat sich das bewährt, dass wir sie zum Bürgermeister erklärt haben. Bereits mit 23 Jahren begann Waltraud in größerem Rahmen Sozialarbeit zu leisten. 1951 übernahm sie leitende Aufgaben im KVW. Wir vier Geschwister waren zusammen in einer Wohnung und die Waltraud war halt unter der Woche viel weg und am Samstag, Sonntag ist sie nach Hause gekommen und früher seien sie ja die ganzen Versammlungen am Sonntag gewesen und da bin ich oft mitgefahren. Sie hat dann den Bernadet geheiratet, sie führten dann eine Wochenendehe. Und die Hochzeit war natürlich ein Erlebnis für uns alle. Die haben alle mitgemacht. Auch die Leute haben mit Begeisterung mitgemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe sie immer eine sehr positive Erinnerung. Also sie war, wenn sie daheim war, dann war sie eine sehr liebevolle Mutter. Sie hat sich sehr viel mit mir beschäftigt. Sie hat jetzt nicht so viele Hobbys nebenher gehabt, dass sie, weiß nicht, Sport betrieben hat oder Theater besucht. Also sie hat sich dann wirklich die Zeit für mich genommen. Sie war eher knapp bemessen aufgrund des Berufs. Also mein Vater war eigentlich die Stütze hinter meiner Mutter oder auch derjenige, der sie einfach dazu angetrieben hat, das zu machen, was sie eigentlich dann auch gemacht hat. Ich kann mich schon erinnern, dass meine Mutter einfach oft auch müde war. Ganz menschlich natürlich.
1958 wurde sie zur Landesleiterin der Frauen im KVW gewählt. Dieses Amt hatte sie bis zu ihrem Tode inne. Die christliche Sozialbewegung wurde ihr zur geistigen Heimat. Sie hat sie durch 3 Jahrzehnte mitgeformt und mitgetragen. Hier erarbeitete sie sich auch das Rüstzeug für ihren späteren politischen Einsatz. Gebertet verstand es, in den Versammlungen von ganz konkreten Menschenschicksalen zu sprechen. Sie hat sich nicht nur etwas angehört, sondern sie hat das mitfühlend anzuhören verstanden. Die Arbeit von Frau Waltraud Gebertet kann man in 2 Bereichen sehen. Als leitende Person im Rahmen des katholischen Verbandes der Werktätigen und als eine Frau, die überzeugt war, der katholische Verband der Werktätigen kann nicht alles machen, es braucht verschiedenste, unterschiedlichste Bewegungen und Organisationen. Und so möchte ich zunächst mal sagen, ein Lieblingswort von Frau Gebertet war mittragen. Sie hat immer, das müssen wir mittragen, jenes müssen wir mittragen und wir müssen die anderen gewinnen, unsere Anliegen, die wir als KVW machen, auch mitzutragen. Frau Gebert verstand es, immer wieder Frauen für eine Mitarbeit zu finden und zu begeistern. Jetzt sind es 35 Jahre, ist die Arbeit, der Arbeitskreis Witwen ins Leben gerufen worden, auf Betreiben der Frau Gebert. Wir haben es gemeinsam aufgebaut. Und die Anzahl der Witwen, die an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, ist ständig gewachsen, bis wir 850 und noch mehr Verwitweten und Alleinstehende zu unseren Tagungen einladen konnten. Die Heimatfernen wurden für Sie eine genauso große Herzensangelegenheit wie die brennenden Probleme, die wir im Land hatten. Aber die brennenden Probleme der Heimatfernen waren mindestens genauso stark. Wie oft ist sie nach Österreich und nach Deutschland gefahren zu solchen Treffen, ihre Probleme dann angehört, mit großer Geduld und vielen geholfen, auch für die Rücksiedlung in die Heimat, und dort Voraussetzungen geschafft, dass sie auch materiell rücksiedeln können. Nicht nur im KVW, sondern auch in ihrer parteipolitischen Tätigkeit galt den Rechten und der Würde der Frau ein Hauptaugenmerk. 1965 gründete sie deshalb die Frauenbewegung in der SVP, deren Vorsitzende sie bis zu ihrem Tode blieb. Sie hat sehr viel Überzeugungskraft gehabt und das volle Vertrauen immer von den Frauen. Ich freue mich jedenfalls, dass sie ihr den Mut aufgebracht hat, sich über die Vorurteile der Männer hinwegzusetzen. Sie war die einzige Frau, die damals für die Frauen gekämpft hat. Heute ist das nicht mehr so. Heute haben die Frauen viele Rechte bekommen, aber die Wurzel, so sehe ich es, ist schon von der Frau Gebertet ausgegangen. Man musste den ganzen Organisationen wie die Hilfestellungen, was heute die Leute haben, für Frauen helfen, Frauen und die ganzen Dinge, mussten erst aufgebaut werden. Und das hat schon sie die Initiative ergriffen und gesehen, dass einfach der Organisationen braucht, die das in Angriff nehmen und auch jemand dahinter steht. Nachher ist erst nach langer, langer Zeit die Bäuerinnen in Organisation gekommen, weil die gesehen haben, wir müssen unsere Frauen auch schätzen und in die Öffentlichkeit bringen, sonst werden wir überrollt. Sie hat es nicht immer leicht. Es gab Schwierigkeiten für eine Frau im öffentlichen Leben. Aber sie hat gekämpft. Ihr Anliegen war auch Volkstumpolitik. Sie hat Kontakte gepflegt mit Vorarlberg, Tirol, Bayern und hat sich immer wieder mit den Frauen getroffen, um daraus Lehre zu ziehen und das in Südtirol anzuwenden. Auch im Bereich Kirche. Auch das war ihr ein Anliegen, dass man dort
die Frau in ihrer Würde, in ihrem Auftrag, in ihrer Berufung und in ihren gottgeschenkten Fähigkeiten ernst nimmt. Sie hat ja bei den Landtagswahlen immer so viele Stimmen gekriegt. Und das ist für sie einfach die Bestätigung gewesen, dass sie es richtig macht. Und ich sage immer, alles richtig macht kein Mensch. Sie hat sicher auch ihre Fehler gehabt, aber sie hat nur das Beste gewollt. Und ich ersuche, dass sich alle an diese Ordnung halten und zu der Zeit sprechen, in der gesprochen werden kann. Zur Tiroler! Als bei der SVP-Landesversammlung die Schützen eine Resolution zur Selbstbestimmung außerhalb der Tagesordnung erzwingen wollten und Unruhe aufkam, war sie es, eine Frau, die mutig Ruhe schaffte. Bitte um Ruhe. Zum Tirolertum gehört auch das Halten der eigenen Worte und der eigenen Verpflichtungen. Sie war überzeugt, dass durch den politischen Einsatz der Frauen mehr Menschlichkeit in die Gesellschaft hineingetragen werden kann und dass damit vor allem die Anliegen der Familie mehr Beachtung erfahren werden. Auch in ihrer letzten Rede setzte sie sich noch für die Frauen ein. Wir haben seit 3 Jahren eine Statutenänderung aufliegen, die besagt, schafft's einen Obmann, Stellvertreter mehr und gibt's den einer Frau. Ihr könnt's herumgehen in allen deutschen Ländern. Es gibt heute keine deutsche Länderpartei mehr, in der nicht ein Obmann, Stellvertreter einer Frau gehört. Es ist die Statutenänderung nicht da. Die Frauen haben daher eine Frau zur Wahl vorgeschlagen. Und ich bitte daran zu denken, dass die Frauen ein Recht haben, auch als Obmann, Stellvertreter und im Parteipräsidium präsent zu sein. Ich danke. Im Jahre 1964 nominierte sie die Südtiroler Volkspartei auf Vorschlag des KVW als Kandidatin für den Südtiroler Landtag. Sie wurde gewählt und zur stellvertretenden Landesrätin für das Sozialwesen ernannt. Von 1974 bis 1984 war sie Landesrätin und als solche für das Sozial- und Gesundheitswesen verantwortlich. Keiner der Kollegen hat sie damals um das schwierige Assessorat beneidet. Und das war auch das Assessorat, was am wenigsten Geld gehabt hat. Heute hat das Sozialassessorat viel, viel Geld. Leihe deine Stimme jenen, die keine haben. Unter diesem Motto war Waltraud Gebert-Dieck politisch tätig. So hat sie auch als Politikerin viele Vereine ins Leben gerufen. Gesundheitsschutz für Mutter und Kind, Krebshilfe, Altenfürsorge, offene Altenhilfe, Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige Josefsberg und andere mehr. Zu den zahlreichen Neugründungen gehört auch der Verband Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, dessen Ehrenpräsidentin sie wurde. In unserem Land gab es keine Einrichtung. Die Lernbehinderten wurden in der Schule mitgenommen und schulten dann in der zweiten, spätestens in der dritten Klasse aus. Nicht? Das, sie zwang mich fast, sagen wir so, den Vorsitz zu führen, weil sie sagte, dann kann die Lebenshilfe alle diese Dienste, die sie bis jetzt übernommen haben, und das waren schon einige, nicht weiterführen. Und ich erklärte mich bereit, ein Jahr lang den Vorsitz zu führen. Aus einem Jahr wurden dann 16 Jahre. Ich durfte ja zur Frau Gebert-Dieck jederzeit mit meinen Problemen zu ihr kommen, aber manchmal wurde es spät. Spät am Abend, es war schon 7 oder 7:30 Uhr, kam ich zu ihr und man merkte, sie war müde, sie war abgespannt und sie sagte, jetzt habe ich heute noch fast nichts gegessen, kommen Sie mit mir ein Würstel essen, ich lade Sie ein zum Würstelstandl. Und dann gingen wir zum Würstelstandl und bei einem Würstel haben wir dann unsere Probleme dann noch besprechen können. 10 Jahre war Gebert-Dieck als Landesrätin für das Sozial- und Gesundheitswesen zuständig. In dieser Zeit wurde durch ein staatliches Reformgesetz die Neuordnung des Gesundheitswesens verfügt. Die Durchführung kostete Frau Gebert-Dieck viel Kraft. Große Sorgen
und Schwierigkeiten bereiteten ihr die Durchführung der Sanitätsreform. Und die hat sie mitmachen müssen damals. Das war zur Zeit, wo sie die Zuständigkeit auf diesem Gebiet unter anderem hatte. Der Dr. Maniago ist ihr immer zur Seite gestanden. Das ist ohne Zweifel. Als kommissarischer Leiter der in Auflösung begriffenen Krankenkasse und zugleich Mitarbeiter im KVW hat Albuin Hofer hautnah die Schwierigkeiten der Sanitätsreform miterlebt. Bei dieser Gelegenheit war natürlich eine Menge an Arbeit, an Vorbereitung und an Durchführung zu tätigen, was bisher eigentlich von Staats wegen und auch im Assessorat ziemlich vernachlässigt worden war. Und wir von Krankenkassen, Krankenhäusern, von Ärzteschaft, von Apothekern und auch von der Bevölkerung her kaum informiert waren über Ziele, Auswirkungen und die dringendsten Maßnahmen, um die Betreuung nicht zu unterbrechen. Die Frau Assessor, wie man sie damals nannte, hatte natürlich alle Hände voll zu tun, hatte die volle Verantwortung zu tragen. Der Druck von allen möglichen Interessengruppen war enorm, denn jeder wollte sein Schäfchen ins Trockene bringen. Ob es öffentliche Verwaltungen waren, ob es das Personal der Krankenkassen war, der Krankenhäuser war, ob es die Interessen der Krankenhäuser, die Interessen der Ärzteschaft, Fachärzte, allgemeinpraktische Ärzte, damals Gemeindeärzte genannt und ähnliches, und aller möglichen anderen Einrichtungen. Alles wollte natürlich den Platz an der Sonne haben und den auf jeden Fall erreichen. Die Arbeit im Assessorat war die ersten 12 Jahre eine schöne Aufbauarbeit, Schritt für Schritt. Im ersten Moment im sozialen Bereich, die Fürsorge, das Altengesetz. Und dann kam das Gesundheitswesen hinzu. Das war auch in den ersten 5 Jahren sehr positiv gestaltbar. Und zwar der Bau der Krankenhäuser, die Einführung der Krankenhausfürsorge durch das Land, wurde aber sehr stürmisch mit dem Inkrafttreten der Sanitätsreform. Ich glaube, dass ich schon sagen kann, dass mein Bemühen darum ging, diese ganze Umwälzung, und es ist eine Umwälzung, so zu gestalten, dass sie nicht mehr zerschlägt als notwendig. Und wenn ich zurückschaue, so haben wir die wesentlichen Pfeiler gesetzt. Und wenn Sie sagen, dass es Rückschläge gegeben hat, so muss ich sagen, mir war bewusst in dieser Zeit, dass ich viele Dinge allein und ohne sehr viel Unterstützung auch der Partei, meiner Kollegen, machen musste, weil nur so nicht eine ganze Partei angegriffen wurde, sondern ich. Und ich habe das bewusst getan, von mir aus, auch wenn es viele schlaflose Nächte und Kritik gegeben hat, weil ich die Verantwortung auch für die Volksgruppe im Sinne der Sammelpartei spüre. Ich kann mich erinnern beispielsweise, wie Sie einmal in Rom auf Minister- und Regionalassessorenebene Anliegen der Sanitätsreform vorbrachte in der Durchführung und alles, aber nicht überzeugen konnte oder musste wegen ihrer bei anderen Politikern festgestellten Präpotenz und manchmal auch Arroganz, sondern wegen ihrer Schlichtheit, Einfachheit in der Argumentation und gerade auch als Frau in dieser fast ausschließlichen Männerrunde. Und da hat man ihr Respekt gezollt, sei es vom Fachlichen, vom Sachlichen, wenn auch nicht paragraphenmäßig perfekt vorgetragen. Als die Sanitätsreform ausgearbeitet in Rom ausgearbeitet wurde, war sie maßgeblich beteiligt. Sie hatte sehr viele Termine und musste des Öfteren nach Rom fahren. Als die Gesundheitsreform im Jahre 78, glaube ich, durchgezogen wurde, da hat es bei uns daheim sehr viele Drohanrufe gegeben. Also es kamen Morddrohungen ins Haus und Entführungsdrohungen. Und ich bin dann als Kind eine Zeit lang unter Polizeischutz in die Schule gefahren. Ich kann mich erinnern, also als Kind, ich habe schon sehr immer darunter gelitten, wenn meine Mutter länger weg war. Also wenn sie nach Rom gefahren ist und einige Tage dort einfach nicht da war. Dann habe ich zum Beispiel schulische Leistungen waren in dieser Zeit immer sehr schlecht. Also wenn in dieser Zeit Diktate waren oder so, ich habe immer sehr viele Fehler gemacht. Und dann hat sie mir einmal drunter geschrieben, ist deine Mama heute schon wieder in Rom?
Waltraud ist heute 30 Jahre alt. Sie hat ihr Jurastudium glänzend abgeschlossen, ist verheiratet und freut sich mit ihrem Mann über ihre kleine Tochter Nora. Was mich an meiner Mutter immer sehr fasziniert hat, das war ihre Menschlichkeit. Also meine Mutter war ein Mensch, der sich 300-fach geteilt hätte, wenn er hätte können. Jeder Mensch, der auf sie zugegangen ist, der hat einfach ein offenes Ohr gefunden und wirklich unabhängig, ob das jetzt jemand war, der sie gekannt hat oder eine fremde Person an sie herangetreten ist, sie war einfach für jeden da. Also ich glaube, heute geht es sehr viel um Macht und um Geld. Und das war vielleicht früher zu der Zeit meiner Mutter noch nicht so, aber nicht nur die Persönlichkeit meiner Mutter, sondern die Persönlichkeit der Politiker dieser Zeit insgesamt war viel idealistischer geprägt und auch mehr Opferbereitschaft, ganz sicher. 1984 wird sie Präsidentin des Südtiroler Landtages und 1986 dessen Vizepräsidentin. Meine Mama hat sehr viel unter den Schiebereien gelitten, die es einfach immer schon in der Politik gegeben hat. Und wo sie sehr traurig war oder was sie persönlich sehr belastet hat, war die Zeit, der Übergang vom Gesundheitsassessorat in den Landtag, also wo sie dann Landtagspräsidentin gewählt wurde, weil sie die Arbeit, die sie im Gesundheitsassessorat angefangen und aufgebaut hat, einfach gern noch fortgeführt hätte. Seit der Zeit habe ich sie schon etwas gebrochen erlebt, also vielleicht ein bisschen desillusioniert, ja. Einfach, sie hat gemerkt, sie konnte und wollte noch viel tun und man hat sie einfach dann nicht mehr lassen. Eine große Ehre war, habe ich schon gesagt, ihre Wahl zur Landtagspräsidentin, die sie sehr souverän eingenommen hat, diese hohe Stellung und die sie genauso gut, sagen wir, erfüllen konnte, diesen schweren Auftrag, wie alle anderen Aufträge, die sie als Landesrätin hatte, in 5 Legislaturen. Gebert Deeg wusste sich der kirchlichen Gemeinschaft verpflichtet und bemühte sich um Politik aus dem Glauben. Ein Anliegen war es für sie auch, die Jugend zu informieren und möglichst viele Menschen in das politische Geschehen einzubeziehen. Wir danken allen Schulleuten und hier in diesem Zusammenhang auch den Medien, die dazu beigetragen haben, dass die Jugend mehr in den Landtag kommt. Ich möchte aber sagen, wir bräuchten auch noch mehr Bürger. Ich finde, dass die Jugend von morgen gut ist, sie in Kontakt zu bringen, sie politisch zu bilden. Aber im Verhältnis sind auch sehr wenig Bürger hier. Und wir werden einen Weg suchen, auch das Interesse für die Bürger zu wecken. Sie hat das Ehrenzeichen des Landes Tirols bekommen, den Bayerischen Verdienstorden, und der ist auch ein hoher Bayerischer Orden, und andere Auszeichnungen. Der Mensch stand bei ihr immer im Mittelpunkt. Sie war eine herzensgute Frau. Sie hatte sehr viel Gerechtigkeitssinn und eine große Überzeugungskraft. Frau Gebert-Deeg hatte von Seiten der Landesregierung zum Beispiel einen persönlichen Fonds für Repräsentationsspesen zur Verfügung. Diesen Fonds gab sie nicht für Repräsentationen aus. Sie verteilte es immer an Arme und Notleidende. Wenn dieser Fund erschöpft war, dann gab sie Geld immer aus ihrer eigenen Tasche. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, da bin ich einmal an ihrem Grab gewesen und dann ist eine Frau auf mich zugekommen und die hat mir eben gesagt, ja, sind Sie die Tochter von der Frau Gebert? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie einmal zu ihr in die Sprechstunde gekommen ist. Sie hat selber 5 Kinder gehabt und ist damals in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Bonneck einquartiert gewesen und die Kinder haben am Boden geschlafen, also sie hat nicht einmal für jedes Kind ein Bett gehabt. Und das hat sie meiner Mutter damals erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es da um eine Wohnung, um eine Sozialwohnung gegangen, oder das wüsste ich jetzt gar nicht. Und dann hat sie eben ihre Brieftasche genommen und einmal alles Geld, was sie gehabt hat, in die Hand gedrückt und gesagt, sie soll sich mal was Gescheites für die Kinder zum Anziehen und zum Essen kaufen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr häufig der Fall war, dass sie einfach von sich aus auch gegeben hat. Und ich finde das auch sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass die Frau Gebert-Deeg heute noch in der Politik war.
weil ihr Einsatz war allem ehrlich und gründlich und sie war kämpferisch und sie hat es nicht aufgegeben, bis sie das durchgezogen hat gehabt, was sie für notwendig gefunden hat. Es hat natürlich viel Energie und Überzeugungskraft gebraucht, um überhaupt etwas in der Partei, denn es war ja nur in der Partei damals, war nur diese Möglichkeit, um überhaupt zur Sprache zu kommen und aufzuzeigen, was die Frauen und die Familien, die Kranken, alle die Leute bedrückt hat und wo sie gelitten haben darunter. Nicht? Sie haben sie geliebt, weil sie jederzeit entgegenkommen war. Sie hat sich alles angehört. Sie war immer freundlich und hat auch wirklich dann sehr häufig eine Lösung erwirkt aller der Probleme, die an sie herangetragen worden sind. Ich habe die Frau Geber-Teeg deswegen speziell mögen, wenn ich so darüber nachdenke, weil sie ein kolossal liebenswerter und aufrichtiger und vor allen Dingen vertrauenerweckender Mensch war. Man hat ihr alles sagen können und das, was sie verwerten konnte und wollte, hat sie verwertet und das andere ist in ihrem Herzen geblieben. Bei jeder Entscheidung war ihr Herz dabei, also bei einer Feier des katholischen Familienverbandes, sagte sie unter anderem Folgendes aus. Aus dem Säugling, der nur seinen instinkthaften Bedürfnissen lebt, sollte ein Mann oder eine Frau werden, deren Bedürfnis es ist, für andere da zu sein, anderen Leben zu helfen, anderen etwas zu bedeuten, für andere zu leben.